Leute, kann
diese Woche in Berlin 40 verunglückte Radfahrerinnen zur Maßnahme zum Gedenken, zur Mahnung für die Verkehrssicherheit. Wir fordern von Berlin, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, dass alle Verkehrsteilnehmer, Fußgängerinnen, Radfahrerinnen, Autofahrerinnen, Moped- und Motorradfahrerinnen sicher an ihr Ziel kommen. Sich zu bewegen von A nach B darf nicht lebensgefährlich sein. Thank you.
Ihr könnt hier sehen, dass im Rahmen der Baustelle sogar mal eine kurze Radspur, ein Radfahrstreifen eingerichtet wurde. Aber guckt ihn euch an. Wie kann man da fahren, ohne mit PKW in Konflikt zu kommen? Viel zu schmal. Vision Zero Demo des ADFC Berlin. Wir bringen das Geisterrad für die in dieser Woche tödlich verunglückte Radfahrerin an die Unfallstelle. Wir werden es dort im Rahmen einer Mahnwache aufstellen zur Mahnung und zum Gedenken. Der Senat sollte da alles unternehmen, dass Verkehrsteilnehmerinnen in Berlin dort jeden Tag fahren wollen würdet. Und es gibt viele Strecken an dieser Straße, wo gar keine Infrastruktur für Radfahren ist. Die Bundesallee ist keine Bundesstraße, das ist ein Fehler meinerseits. Es ist dennoch eine große Magistrale mit 2 bis 3 Kfz-Streifen, teilweise sogar 4. Einer davon meist zum Abstellen der Pkw gedacht, Fläche, die allen Verkehrsteilnehmerinnen fehlt. Wir brauchen deutlich weniger Kfz in der Stadt, sowohl rollend als auch parkend.
der linken Seite, links von diesem Grünstreifen, ist die Stelle, wo die Kollision stattfand, wo wir nachher die Mahnwache abhalten werden. Hier verzweigen sich zwei große Straßen. Für den Radverkehr freigegeben und ich habe mir sagen lassen, er ist auch mit den Bussen zusammen ziemlich gut befahrbar, während durch den Ersatzverkehr deutlich mehr Fußgänger auf dem Radweg rumstehen.
die Vision Zero Demo des ADFC Berlin. Wir bringen das Geisterrad für die in dieser Woche tödlich verunglückte Radfahrerin an die Bundesallee. Wir fahren einmal die gesamte Bundesallee hoch und runter, um die Infrastruktur zu zeigen. Um 16 Uhr findet an der Verzweigung Spichernstraße eine Mahnwache statt. Die Bundesallee einen Radweg, der streckenweise doch gerade noch 50 cm breit ist. Ja, man kann da fahren und viele fahren da auch, weil auf der Fahrbahn zu fahren keine gute Alternative ist, auch wenn man es dürfte. Aber schaut ihn euch an. Da brauchen nicht nur Radfahrende mehr Platz, auch Fußgängerinnen brauchen hier mehr Platz. Der Geh- und Radweg hier an der Seite ist viel zu schmal für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen. Ja, hier ist jetzt die Stelle bei Haus Nummer 68. Schaut es euch an. Das geht nicht. Das ist keineswegs mobilitätsgesetzkonform. Das ist eine Hauptverkehrsstraße mit einem 50 cm breiten Radweg. Vision Zero, handeln Sie jetzt!
könnt da was bewundern. Das ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg. Schaut euch an. Der ist keinen Meter breit. Ein gemeinsamer Geh- und Radweg. Das darf so nicht sein. Wir brauchen Radinfrastruktur, die dem wachsenden Bedarf gerecht wird und die es erlaubt, sicher, vor allen Dingen sicher, zügig und komfortabel an sein Ziel zu kommen.
Handeln Sie jetzt Vision Zero. Weil das Auto immer erst halb rausfahren muss aus der Ausdurchfahrt, bevor es überhaupt einen Weg hat, diese Maschine. Also, brauchst du nur hinstellen, dass die machen diese Verkehre, die dann sehen, dass die Weg angeht. Dann haben die dann noch diese Werbesäule hingestellt, dass du als erster Finger die stehst aus dem Radweg. Also, diesen Radweg bitte auf keiner Weise schönreden. Ist gemeingefährlich. Der Radweg ist jetzt in den 80er Jahren angelegt worden. Hast du das schon? Ja. Aufgewachsen. Das heißt aber, die haben den genehmigt, die haben den einfach genehmigt gelegt, aber keine Änderung an den Fahrzeugen, die noch damals. Genau. Das ist aber sehr gut. Das ist ja gut, dass der Anlauf nicht verhindert hat. Das ist aber nicht so, dass wir das Ganze nicht verhindert haben. Ich habe gerade gehört, dass dieser Radweg aus den 80er Jahren stammt. Wir haben jetzt das Jahr 2022. Dieser Radweg ist also 40 Jahre alt. Und dieser Radweg ist in dem Teilstück, das wir eben gefahren sind, so dicht an der Hauswand, dass Pkw, die sich aus den Hinterhöfen raustasten, im Prinzip regelmäßig kritische Situationen mit Radfahrenden haben, weil kaum Platz ist, dort irgendwie in den Verkehr Einblick zu nehmen und den Radverkehr und die Fußgänger vorher zu sehen. Wir brauchen dringend eine andere Infrastruktur, die es ermöglicht, sicher von A nach B zu kommen, für alle Verkehrsteilnehmenden. Vision Zero, handeln Sie jetzt, Berlin! Und weil es auf der anderen Seite so schön war, haben wir jetzt hier auf der rechten Seite gleich nochmal so ein Teilstück, was 50 cm breit ist. Also ein 50 cm breiter Radweg. Wer einen Fahrradlenker hat, der schmaler ist, kann sich nachher mal bei mir melden. Wir brauchen dringend mehr Fläche für den Radverkehr in der Stadt. Hier auf Haus Nummer 136 könnt ihr das bewundern. Das reicht nicht. Berlin, handeln Sie! Vision Zero, Radinfrastruktur, Mobilitätsgesetz konform schaffen, und zwar schnell. Deine Lenker könnte da reinpassen, oder? Dein Lenker könnte unter 50 cm sein. Keine Ahnung. Von links mündet hier das Südwestkorso ein. Auf dem Südwestkorso ist in den 80er Jahren
der erste Fahrradschutzstreifen angelegt worden. Damals ein großer Fortschritt im Vergleich zu dem, was es vorher gab. Heute viel zu schmal für den Bedarf, der dort gegeben ist. Insbesondere viele PendlerInnen zur FU Berlin nutzen den Radweg oder den Schutzstreifen am Südwestkorso. Da muss auch dringend was passieren. Das, was einmal Fortschritt war, ist nicht für ewig fortschrittlich und geeignet. Am Donnerstag im Krankenhaus verstorben. Wir stellen um 16 Uhr an der Unfallstelle das Weiße Geisterrad auf, um ihrer zu gedenken und zu mahnen, dass der Verkehr sicherer werden muss für alle. Fußgängerinnen, Radfahrerinnen, Motorradfahrerinnen, Autofahrerinnen und auch Lkw-Fahrerinnen, niemand soll verletzt werden oder gar getötet werden.
ranfahren, rechts ran. Weiterfahren, damit alle vom Streifen kommen. Ich danke euch für diese Rettungsgasse. Radfahrende können das, Autofahrer manchmal nicht. Danke. Wir sind die Vision Zero Demo des ADFC Berlin und wir haben das Geisterrad für die in dieser Woche tödlich verunglückte Radfahrerin mit der Demonstration hierher gebracht. Wir sind den Kudamm und die Bundesallee gefahren und haben geschaut, an wie vielen Stellen es gar keine Radinfrastruktur gibt, an wie vielen Stellen es eine Radinfrastruktur gibt, die den Anforderungen des Mobilitätsgesetzes nicht gerecht wird. Und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, auf diesem Stück jetzt etwas gesehen zu haben, was dem Mobilitätsgesetz gerecht wird, außer an der Bülowstraße. Das war das einzige Stück, was dem Mobilitätsgesetz gerecht wird, was relativ am Anfang unserer Demonstration war.
Die Vision Zero Demo des ADFC dauert jetzt noch an. Wir werden das Geisterrad abladen und Changing Cities übernimmt dann mit der Mahnwache und setzt fort. Wir unterbrechen die Fahrraddemonstration für die Mahnwache und wir werden nach der Mahnwache die Fahrraddemonstration fortsetzen. Wie bei allen anderen tödlich verunglückten Radfahrenden der vergangenen Jahre, bei denen eine LKW überholt war, fahren wir zum Verkehrsministerium. Wie bei allen anderen werden wir dort fordern, an den Bund und auch an das Land Berlin richten. Das heißt, wir bitten euch, nach der Mahnwache, wir werden dann noch einmal marschieren. Könnt ihr bitte den Radweg freilassen? Möge es das letzte sein.